Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch schnell zeigen, wie wir das Administrator-Account unter Windows aktivieren können. Und zwar das sogenannte Built-in-Admin-Account, ja, das integrierte Administrator-Konto sozusagen, das eigentlich nur die Installation und die Notfallwiederherstellung, ja, auch Disaster Recovery genannt, ja, erleichtern soll. Das Admin-Account ist seit Windows 7 standardmäßig deaktiviert. Das ist vielleicht auch ganz gut so, denn dieses Account hat weit mehr Berechtigungen als ein normaler Admin-Account. Sprich, wir können damit auch viel mehr Schaden einrichten oder das komplette System schneller zerschießen unter Umständen. Deswegen an der Stelle nochmal die Warnung, bitte das Account nur aktivieren, wenn ihr es wirklich braucht, um zum Beispiel ein Problem zu lösen, die erhöhte Privilegien oder ja erhöhte Admin-Rechte benötigt, braucht. Und dann am besten direkt wieder deaktivieren. Genau, wir können auch schon direkt loslegen. Hier also die Aktivierung des Git-Ratzfratz hier einfach mit der rechten Maustaste auf den Windows-Button hier und hier unter Computerverwaltung aufrufen. Ich mache das mal ein bisschen größer hier vielleicht. Zack. Und hier auf der linken Seite haben wir unter ja, Computerverwaltung System, lokale Benutzer und Gruppen. Und hier haben wir unser Benutzer. Und auf der rechten Seite hier sehen wir Administrator. Ja, das ist das Account, um den es geht hier. Wir sehen, dass es deaktiviert ist hier. Ja, das Konto ist deaktiviert. Hier steht nochmal, ja, vordefiniertes Konto für die Verwaltung des Computers bzw. Domäne. Genau, einfach das Haken hier rausnehmen und auf Übernehmen und schon ist das Account aktiviert. Allerdings haben diese Option hier über die Computerverwaltung, ja, diese lokale Benutzer und Gruppen, die gibt es nur bei Windows Professional oder Enterprise. Wenn wir eine Home-Version haben zum Beispiel, dann fehlt uns diese lokale Benutzer und Gruppen hier. Deswegen müssen wir das ja über die Kommando-Line machen. Das zeige ich euch auch schnell, wie das geht. Und zwar rufen wir uns bzw. ja eine Kommando-Line hier auf cmd als Administrator. Natürlich, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht. Hier Eingabeaufforderung als Administrator ausführen, bestätigen, zack. Und schon haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ich gucke nochmal, das war jetzt deaktiviert, genau. Und hier über die Kommandoline hier, die als Admin ausgeführt wurde, schmeißen wir jetzt hier einen NetUserAdministrator hier, also das Accountname und aktiv, Doppelpunkt Yes und Enter. Hier haben wir nochmal die Bestätigung, der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. Wenn wir jetzt hier nochmal nachschauen hier, dann sehen wir, dass das Haken hier weg ist, ja, sprich das Account ist aktiviert. Wenn wir das Problem gelöst haben, ganz wichtig, das Account wieder deaktivieren, ja, das ist sehr zu empfehlen. Das kriegen wir hin hier mit dem gleiche Zeile hier nur am Ende ein No und Enter und schon sehen wir hier, dass unser User wieder deaktiviert wurde. Zack. Ja, deswegen, beziehungsweise sollte das Account hier irgendwie aktiv bleiben sollen, warum auch immer, was ja wie gesagt nicht zu empfehlen ist, dann ganz dringend. Das ist also standardmäßig ist da kein Passwort gesetzt. Ich will euch nochmal schnell zeigen, also ein Passwort setzen, daran denken. Ich will euch nochmal schnell zeigen, hier was passiert, wenn wir keine Adminrechte haben. Dann bekommen wir hier dieses Systemfehler 5, Zugriff verweigert. Ja, also wenn ihr das bekommt, dann bedeutet das, dass ihr diese Kommandoline nicht als Administrator ausgeführt habt. Genau, ich melde mich jetzt nochmal schnell ab hier, einmal ganz kurz, um euch zu zeigen. Jetzt haben wir hier, wenn das hier sehen wir, unsere User hier, Administrator, ja, das ist aktiviert jetzt.
Das wird uns hier in die Anmeldemaske angezeigt. Wenn wir draufklicken, können wir uns einfach anmelden. Ja, also das ist standardmäßig kein Passwort gesetzt. Deswegen sollte das, warum auch immer, aktiv bleiben, dieser User dann ganz dringend ein sicheres Passwort setzen. Genau. Ja, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen über ein Like und ein Abo. Freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.